Andere Dinge hingegen müssen gut abgelagert sein, bevor man sie verwenden kann. Und die Rede ist jetzt nicht von Wein, sondern von einem scheinbar leblosen Baustoff. Eternit. Da steckt das lateinische Wort Eterna, also Ewigkeit, drin. Und tatsächlich sind diese Platten ja beinahe unverwüstlich, vorausgesetzt, sie sind eben gut abgelegen. Warum das so ist und wie viel Know-how und Geschichte in diesem Material steckt, das hat sich Kollege Werner Jambor zeigen lassen. Der Begriff Fassade leitet sich aus dem lateinischen facies, das Gesicht, ab. Sie ist Zeichen des persönlichen Geschmacks und immer auch ein Abbild des Zeitgeistes. Oft kommen traditionelle Materialien wieder in Mode, wie zum Beispiel Eternit. Früher wegen seiner Beständigkeit auf die Wetterseite der Häuser verbannt, heute ein Hingucker in den aktuellen Modefarben und bei Fassadenrenovierungen auch ein Beitrag zur Verbesserung der Energiebilanz. Das Schöne bei diesem System ist das, dass jede Komponente das machen kann, was sie am besten kann. Ich habe vorne das sichtbare Plattenelement, das dient als Witterungsschutz und bleibt so über viele Jahre schön. Ich habe dahinterliegende Dämmung, die durch die Hinterlüftungsebene immer trocken bleibt und auch diffusionsoffen ist. Und durch die Tragkonstruktion wird das ganze System über viele Jahrzehnte voneinander gehalten. Der Produktionsprozess von Eternit ist sozusagen ein Monatsprojekt. In 25 Tagen entstehen die Platten, egal in welcher Form und Größe. Die Basis ist Faserzement und alle Zutaten des am Ende vollständig wiederverwertbaren Baumaterials kommen aus Österreich, die meisten sogar aus der unmittelbaren Umgebung. Bei uns ist es so, dass der Rohstoff, also 80% ist ja Zement, kommt aus dem Zementwerk in Gmunden. Das heißt, der Rohstoff wird bei uns im Silo angeliefert, geht dann über dementsprechende Wiegevorrichtungen oder über moderne Steuerung eben auf die Produktionsanlagen. Dort wird nachher im sogenannten Hardcheck-Verfahren die Platten gewickelt, wird nachher formatiert, wird gepresst, wird dann eben abgebunden, damit der Zement ein bisschen Zeit hat, damit er eine Anfangshärtigkeit, also eine gewisse Fässigkeit hat, und wird dann eben ausgeblecht, also das heißt, diese ganzen Modelle kommen wieder raus und wird dann aufs Zwischenlager bzw. auf das Reifelager transportiert. Das Hatschek-Verfahren geht auf den Firmengründer Ludwig Hatschek zurück, der Faserzementprodukte für Dächer und Fassaden entwickelte und massentauglich machte. Interessant ist dabei, dass Eternit einen Reifeprozess durchmacht, der am Ende maßgeblichen Anteil an seiner Beständigkeit hat. 21 Tage muss das Material ruhen, wie ein guter Kass oder eine Flasche Sekt, die einfach im Weinkeller lang liegt. So muss auch unser Platten dementsprechend reifen, damit wir die mechanischen Werte sicherstellen können. Der Initialgedanke des Ludwig Hatscheks war, ein leistbares, nicht brennbares Bedachungsmaterial zu erfinden. Das hat er vor über 125 Jahren gemacht. Und über diese Jahre haben wir uns neben den Dachmaterialien auch zunehmend jetzt für Fassadenmaterialien etabliert. Die gibt es jetzt seit den 60er Jahren. Es gibt in unserem Produktportfolio mittlerweile auch Photovoltaiksysteme für das Dach, in Kürze auch für die Fassade und viele andere Elemente auch. Das Werk hat seinen Sitz im oberösterreichischen Vöcklabruck mit derzeit über 400 Mitarbeitern. Im Steildachbereich ist der Hersteller österreichischer Marktführer und im Zuge der thermischen Sanierungen gerade wieder voll im Fassadentrend. Hausbesitzer verbinden heute Renovierungsmaßnahmen immer auch mit energieeffizienter Fassadendämmung. Das funktioniert bei der Fassade ähnlich wie in der Modeindustrie. Es sind die Zyklen natürlich nur länger, aber in der Fassade ist es so, dass circa alle 7 Jahre es wieder einen neuen Farbtrend als solches gibt. Sie kennen sicher nur die Zeit, wo jedes Haus einmal einen grauen Streifen drinnen gehabt hat, dann ist der rote Streifen gekommen. Jetzt ist generell die Fassadenlandschaft wieder am grauen und weißen Bereich angekommen. Eternit gibt es eigentlich schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Der sogenannte Faserzement wurde ursprünglich vor allem wegen seiner niedrigen Kosten, der Feuerbeständigkeit und des geringen Gewichts zur beliebten Fassadenverkleidung. Mit viel Luft nach oben, wie man bis heute sieht.